Wir können uns jetzt auf eine weitere Podiumsdiskussion freuen, diesmal zum Thema Klimaforschung und Katastrophenvorsorge. Dazu haben wir wieder drei wirklich sehr, sehr interessante Podiumsteilnehmerinnen bei uns. Genau, zum einen ist das Professor Dr. Chaomeng Chen, die Vizerektorin der United Nations University Europe, dann den Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Gerd Friedsam, und die Prorektorin für Nachhaltigkeit an der Uni Bonn, Professor Dr. Annette Scherzoy. Dann würden wir Sie einmal auf die Bühne bitten. Ja, ich glaube, ich beginne wieder, Chaomeng. Ich wollte dich fragen, und ich denke, eigentlich war vorgesehen, dass wir das in Englisch machen, aber ich glaube, da du fantastisch Deutsch sprichst, können wir das auch in Deutsch machen. Aber would you prefer English? So, okay, let's keep it in English. So, yeah, no, it's okay then. So maybe my first question is, maybe you could explain a little bit what the United Nations University is, you know, and what you're doing there as a vice rector for Europe, and then maybe also what you're doing in your institute, right? So maybe. Thank you. Yeah. Does it work? Yeah, it works. So. Okay, thank you very much for the invitation. I really appreciate that. It's an honor to be here. The United Nations University was founded in 1972 by the General Assembly of the United Nations. It's called university, which is a little bit misleading because people tend to ask me, how many students do you have? We don't have that many students, but we do have the joint master's program with the University of Bonn, of which we're very proud of. Our university is called university because of the privilege of academic freedom, because we want to be an independent think tank to advise the United Nations system, but also its member states. That is why we are called university, although we are actually really a think tank. We have about 700 staff members at the university, and we have altogether 13 institutes worldwide, spread over 11 countries. The Institute for Environment and Human Security is based in Bonn. We focus on education, so that's our joint master's program with the University of Bonn, GeoRisk. And we also focus on research in three main areas. One is risk. We look at how risks are interconnected and try to understand the interconnectedness of these risks and also look for solutions, interconnected solutions for tackling these risks. Another area is adaptation, how we can adapt to climate change to mitigate risks. The third area is about transformation, because we are at a critical time that we need to transform to survive and to flourish as humankind. So that's basically our university and our institute. And so the areas you're working in scientifically, that's not Germany, right? So it's basically other places in the world. Could you tell me a little bit, or us, kind of what the areas are in which you're working and what types of questions you're tackling there? You mean our institute here yeah, in yeah, Bonn? Yeah, your institute, yeah. Yeah, so the main research area is first of all risk, because we started as a basic risk institute. Yeah. So we look at different types of disaster risks, mainly due to natural hazards, because due to climate change, according to a UNEP report, all of the major disaster risks, 90% of them, are due to weather. Climate change or weather-related. So that's our main research area. We look at how these risks are interconnected and how they cascade each other and compounding each other to make it stronger. For instance, how pandemic can increase the risk of a flood event. So you always have a global perspective.
So that's what I meant. So you're looking into Asian countries or in African countries or so. This is a very important focus. Do you also look into Germany? So is that also something which... Yes. Yeah, okay. We zoom in and zoom out. Yeah. So our research always has a global perspective, mm-hmm. but it's locally grounded. Mm-hmm. So we do field research, for instance, worldwide, in Asia, in Africa, but we also have projects in Germany. Mm-hmm. We had, a project actually about Bonn, how Bonn can create more green areas to create a cool corridor when heat waves hit. Mm-hmm. And we examined what different people who are differently propone. To the heat waves. And actually we found out that the students of university are the most prone to heat waves because usually they cannot afford to have a high ceiling apartment, so they live in the Dachboden or the attic. Mm-hmm. So they are the most prone to heat waves, mm-hmm. and elderly people as well. And the new study we want to start is really on the Ahr Valley flood event. So we are starting this month, actually. Mm-hmm. So at the moment, of course, or not only at the moment, let's say in the last couple of years and more intensely, in the Bundestagswahlkampf, of course, the topic of Paris Agreement, the 1.5 degree goal of not reaching basically towards this goal, but trying to even keep it below at 1.5 degree, at least below 2 degrees. There has been a major... object of discussion, and many parties, in particular the Green Party, of course, has basically raised concern and that we have to take measures, even more pronounced measures to prevent, let's say, the climate change. And if you look at that, from your perspective, if you take a German view, right? Of course, your views are often globally, but if you look at Germany, right? What types of measures do you think are very important for the next couple of years? So what to reach these goals? Or is that relevant at all? Because we are a small country, right? And the question is, you have other countries like China or India, and so where there's a lot of let's say that the society develops quite rapidly, right? And so, what do you think? What does Germany have to do? What is your opinion? Well, that's a very big question. I feel very overwhelmed. But I think every country counts, and every individual counts. Yeah. In such a climate crisis. And actually Germany has been contributing a lot to the world, be it the environmental technology, innovation, and also in terms of regulation and law, and the Klimaschutzgesetz, which was just created very recently, the Climate Action Act, which foresees that Germany will cut 55% carbon emission by 2030. I think that's an excellent example of doing that. And even by 2019, Germany has already produced electricity through renewable resources like wind and solar energy. I think that's a great contribution to the world. And also, I think Germany is has a long tradition of a country of thinkers and innovators. I think if you combine these two, Germany can make a great contribution to the world, because only innovation will not help us move forward. Actually, in this world, we have enough wealth, we have enough technology, but we are not having a world which feeds everyone and which everyone can live in safety and certain materials standard. So that's where the combination of creating a new way of thinking plus innovation can really bring the world to a much better place, like the fantastic queer
has sung, we want to make the world a better place and we want to make a difference. I think that's where Germany can really make a difference. Mm-hmm. So the 17 sustainable development goals, which have been, you know, let's say created in the context of the Agenda 2030 of the UN. Of course, there was so these are mostly political goals, right, which you have in these goals. And there have been very strong drivers which change these goals. For example, digitalization is one of the driving forces, but also migration and other drivers. Do you think that it is time to think about a new agenda, let's say, you know, a new agenda 2040 or so, you know, which the recent developments are part of, which are the drivers of these goals? Or do you think one should basically first keep on working on the goals before starting a new phase of thinking? So what is your opinion? Well, I think there are different voices about the SDGs. I think one shortcoming of the SDGs is that if some of the SDGs go up, some of the others might go down. So there's mm-hmm. a correlation there. But I do think even now we should start thinking about a different agenda which has a different approach, which is more about mindset change. Because the SDGs are still coming from a place of traditional thinking. But I think the main challenge for now is really to change our mindset. If you try to solve the problems we have created the same mindset, it doesn't work that way. To overcome this kind of, or to enable mindset change, I think that's the general challenge of the whole world. I think the next SDGs, we should think from a different mindset. For instance, we should capitalize on human values. For example, I heard the TEDx talk of Professor Marcus Gabriel. He talked about universal values. His premise is that we do have universal values. If that is true, mm-hmm. then we should capitalize on that. And coming from that kind of place to set the next generation of SDGs. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. That were really interesting points that you made. Wir können jetzt aber wieder auf Deutsch zurück switchen. Aber ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Gerd Friedsam, der Präsident des Technischen Hilfswerks. Funktioniert es? Ich glaube ja. Test. Ah, sehr gut. Haben wir schon bestanden. Ja, wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten, wie wichtig es ist, globale und umfassende Maßnahmen gegen den Klimawandel einzuleiten. Und ich glaube, hier in der Region gerade oder eigentlich auch in ganz Deutschland hat uns, glaube ich, kein Ereignis noch mal so sehr gezeigt, wie wichtig das ist, als die Flutkatastrophe Mitte Juli diesen Jahres. Und in der 71-jährigen Geschichte des THWs stellte diese Flutkatastrophe nun auch den größten je dagewesenen Einsatz dar. Deswegen würde ich Sie zu Beginn gerne fragen, ganz allgemein, wie haben Sie die Flutkatastrophe erlebt? Was ging in diesen Momenten in Ihrem Kopf vor? Ja, diese Frage kann ich einerseits so in zwei Teile teilen. Einerseits eine persönliche Betroffenheit, wenn man sozusagen in der Nähe und Familienangehörige dann unmittelbar von der Flut betroffen hat. Auf der anderen Seite aber eben als Präsident einer Katastrophenschutzorganisation. Und da ist man dann in diesen Situationen natürlich besonders gefragt. Also insofern war das THW eigentlich relativ früh an diesem Mittwoch schon im Einsatz mit den Ortsverbänden, die vor Ort sind. Und im Grunde genommen sind hier Bereitschaftsstufen ausgelöst worden, die dann sozusagen eine gewisse Einsatzvorbereitung dann an den Tag legt. Dass die Situation nun so sich darstellt, glaube ich, und das kann ich an dieser Stelle auch sagen, habe ich so nicht vermutet. Es wurde aber im Grunde genommen so ein Stück weit klar gegen 19 Uhr, als die ersten Bilder von Videoaufnahmen von sozusagen in Anführungszeichen Schaulustigen dann übertragen worden sind, welche Dimension das sozusagen haben wird. Schlussendlich muss man sagen, also die Dimension habe ich so in meiner, ich bin nun über 30 Jahre in dem Metier tätig,
so noch nicht gesehen, insbesondere wenn es um das Ahrtal geht. Aber nichtsdestoweniger, im Grunde genommen ist man ja für solche Ereignisse dann auch aufgestellt und man muss sich diesen Herausforderungen stellen. Die Dinge, die dann ablaufen, sind eigene Einsatzleitung, Koordinierungsstäbe einrichten in den betroffenen Landesverbänden, in den Ortsverbänden und das ist dann sozusagen ein Mechanismus, der dann abläuft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist sehr interessant, das nochmal aus Ihrer Perspektive zu hören. Und wie Sie sagen, ein Mechanismus, der jetzt abläuft im Moment, kriegen es alle mit, die Aufbauarbeiten sind fleißig im Gange. Dennoch, ich will es nicht pessimistisch ausdrücken, vielleicht eher realistisch, wissen wir, dass wir mit solchen Situationen in Zukunft wahrscheinlich öfter rechnen müssen. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Wie rechnen Sie nun häufiger mit derartigen Situationen? Ja, nun, ich bin von Hause aus kein Klimaforscher. Aber wie gesagt, es ist ja nun meine Aufgabe, Publikationen in diesem Zusammenhang und sozusagen auch Szenarien mir beruflich anzusehen. Und dann muss man natürlich feststellen, dass sich diese Ereignisse einfach häufen. Das ist eine klare Entwicklung. Hatten wir sozusagen die großen Fluten auch hier am Rhein, lange ist es ja letzten Endes auch her, Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, so war die Elbe betroffen 2002, 2013 und jetzt dieses Ereignis hier. Aber dazwischen lagen ganz, ganz viele andere Ereignisse in anderen Bundesländern, als die ich gerade gesagt habe. Und was hinzukommt, es sind eben nicht diese Flutereignisse nur, sondern es sind auch Trockenheiten. Wenn Sie sich erinnern, im letzten Jahr hatten wir diese sozusagen, ich sage immer, Flächenbrände dann in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so Dinge, die jetzt zusehends entstehen. Daneben gibt es Gewässer, die sozusagen nicht genug Sauerstoff haben, die umkippen, die müssen durch besondere Maßnahmen wiederbelegt werden. Das sind im Grunde genommen Zeichen für mich, dass sich Ereignisse, die mit Klimawandel zu tun haben, tatsächlich verstärken. Und da bin ich einfach insofern auch muss ich auch meinen Statistiken Glauben schenken, die einfach sagen, wir haben eine wirkliche Zunahme an Einsatzaktivitäten in diesem Bereich, wenn ich diese großen Ereignisse jetzt mal ausrechne. Also ich gehe ganz stark davon aus, und ich glaube, da bin ich auch kein Wahrsager, dass wir jetzt vermehrt mit diesen Dingen zu tun haben. Man kann ja erinnern, 2015, 16, allein der Mehlemer Bach, zweimal in kurzen Abständen letzten Endes betroffen. Also die Dinge kommen dann irgendwann auch näher, wobei ich solche Ereignisse, wie wir sie jetzt haben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, niemanden wünschen mag. Ja, ich glaube, das würden wir niemandem wünschen, aber es ist natürlich dennoch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Zukunft aussehen wird. Wie bereitet sich denn das THW jetzt darauf vor, wenn wir jetzt merken, dass solche Situationen noch häufiger kommen als sowieso schon? Also ich finde, wenn ich diesen Einsatz jetzt Revue passieren lasse mit den Fachfähigkeiten, die wir haben, sind wir gut aufgestellt. Und ich glaube, wir haben auch in Deutschland ein wirklich gut funktionierendes Katastrophenschutzsystem, das man sich an der einen oder anderen Stelle jetzt nochmal unter den Ereignissen sich ansehen muss, aber vom Grundsatz her funktioniert das. Und da geht das ja auch in Phasen. Menschenrettung hat natürlich oberste Priorität und dann geht es nachher darum, zu sagen, auch wieder zu schauen, was ist zu tun, um beispielsweise auch Umweltschäden zu verhindern. Und da sage ich, das sind unsere Fachfähigkeiten, die wir speziell vorhalten, also Trinkwasserversorgung für die Menschen. Also in diesem großen Umfang haben wir das so in Deutschland auch noch nicht gehabt, wie dieses Mal. Es geht darum, die Elektroversorgung mit Energieversorgungsunternehmen wiederherzustellen. Sie haben das ja sicherlich auch gehört, sozusagen im Ahrtal aufwärts hinter Walporzheim gibt es keine Gasversorgung in dem Sinne über Pipelines etc. Das hat im Grunde genommen alles Öltanks in den Kellern der Häuser oder halt Gastanks außerhalb. Und die sozusagen haben ja dann auch dem Ganzen nicht standhalten können. Und man kann sich vorstellen, welche Gemische
sozusagen in den Häusern dann vorüber vorhanden waren. Die mussten abgepumpt werden, separiert werden. Sozusagen 2 Millionen Liter Heizöl wurden quasi rückgewandelt. Und das sind so diese Spezialfähigkeiten, wo ich sagte, da hat man sich immer gefragt, braucht das irgendwann noch jemand? Und das beste Beispiel ist jetzt der Brückenbau. Da haben wir schon vor 10 Jahren daran gedacht, Brückenbau brauchen wir eigentlich in dem Sinne hier nicht mehr. Und Gott sei Dank haben wir diese Pläne sozusagen ad acta gelegt. Und das ist jetzt wirklich eine tolle Leistung, die man jetzt erbringen kann für die Bevölkerung, tatsächlich wieder von A nach B zu kommen und mit Fahrzeugen, mit LKWs zu Fuß wieder über diesen Fluss überzusetzen. Ja, da haben Sie absolut recht. Also das klingt nach guten Möglichkeiten, die wir haben, aber natürlich trotzdem müssen wir das Beste für die Zukunft hoffen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dem THW natürlich auch, dass wir es hoffentlich nicht mehr zu so großen Einsätzen in naher Zukunft brauchen. Ja, danke auch Ihnen. Wenn wir über Klimaforschung sprechen, dann ist eine Sache dabei ganz zentral und das ist die Nachhaltigkeit. Also wie schaffen wir es, unsere Ressourcen so zu nutzen, dass wir sie nicht für immer aufbrauchen? Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Annette Chersoy. Sie ist seit Mai die Prorektorin für Nachhaltigkeit an unserer Universität. Was denken Sie denn, wie kann unsere Universität zur nachhaltigen Entwicklung beitragen? Vielen Dank. Also grundsätzlich ist es ja so, dass in Deutschland über die Hälfte der jungen Menschen inzwischen Hochschulen besuchen. Und gerade wir als Exzellenzuniversität haben da natürlich eine besondere Verantwortung. Sie haben es gerade gesagt, es geht um die Ressourcen, um die Nutzung der Ressourcen, die verantwortungsbewusst, es geht um den verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur, auch die zukunftsfähige Gestaltung unserer Gesellschaft. Und wir möchten dieser Verantwortung gern Rechnung tragen, indem wir Nachhaltigkeit wirklich in allen Bereichen der Universität ganz systematisch verankern. Also in der Forschung, aber auch in der Lehre und im Betrieb. Und natürlich fangen wir dabei nicht von null an. Wir sind in Bonn eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Also wir beziehen beispielsweise schon seit 2019 Ökostrom zu 100%. Wir sind jetzt seit einem Jahr fast zertifiziert als Fair Trade University. In der Nachhaltigkeitsforschung sind wir schon sehr stark und auch im Bereich der Lehre gibt es jetzt schon die Möglichkeit für viele Studierende, sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen. Das soll aber noch sehr, sehr, soll absolut verstärkt werden. Also sowohl curricular, dass wir Nachhaltigkeitsthemen in den einzelnen Fächern verankern möchten, aber eben auch über die Curricula hinaus in den verschiedenen Wahlbereichen zum Beispiel durch ganz neue innovative Lehrformen. Und es ist sogar seit längerer Zeit schon ein Zertifikatsstudiengang Nachhaltigkeit in der Planung, der transfakultär stattfinden soll, wo eben wirklich multiperspektivisches und interdisziplinäres Lernen im Vordergrund steht. Was man also sagen kann, dass wir eigentlich wirklich schon relativ viel machen und dass jetzt durch diese Einrichtung der Governance-Strukturen das Ganze einfach noch viel besser koordiniert werden kann. Und das ist wirklich ganz einmalig, da muss ich auch nochmal dankend in diese Richtung hinüberschauen. Also dass es wirklich ein eigenes Prorektorat für Nachhaltigkeit gibt, eine Stabsstelle für Nachhaltigkeit und ein studentisch geführtes Green Office, das ist meiner Meinung nach so in Deutschland ganz einmalig. Das stimmt, tatsächlich ist dieses Prorektorat für Nachhaltigkeit eines der ersten in Deutschland. Und Sie haben gerade eben schon angesprochen, dass die Nachhaltigkeitsforschung in Bonn sehr, sehr stark ist. Haben Sie denn Beispiele dafür? Die Nachhaltigkeitsforschung an unserer Universität ist sehr vielseitig. Ich denke, die besondere Stärke ganz allgemein ist natürlich, das ist eben auch schon angesprochen worden, die Vernetzung hier in der UN-Stadt Bonn, aber eben auch dieses transdisziplinäre Arbeiten. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir diesen sehr komplexen Herausforderungen, diesen Nachhaltigkeitsthemen adäquat begegnen möchten, dass wir eben über den Tellerrand hinausschauen der einzelnen Fächer. Und in dem Kontext möchte ich exemplarisch unsere TRA6 nennen, Sustainable Futures, also unseren transdisziplinären Forschungsbereich. Da sind Forschende aus 5 Fakultäten beteiligt, die da gemeinsam an den Problemen arbeiten. Und die Probleme sind beispielsweise demografischer Wandel, aber auch zum Beispiel Ernährung und Gesundheit, Klimawandel, Naturveränderungen, also sehr unterschiedliche Themen, die da von vielen Perspektiven aus gemeinsam bearbeitet werden. Und in dem Kontext ist auch das Exzellenzcluster FinoROP zu sehen.
FinoRob ist das einzige Exzellenzcluster in Deutschland in den Agrarwissenschaften und da geht es zum Beispiel um nachhaltige Pflanzenproduktion. Und ja, generell, also angewandte Forschungsbereiche gibt es relativ viele, ökologischer Landbau zum Beispiel oder Forschung zu nachwachsenden Rohstoffen, Forschung zur Bionik, wo es also darum geht, Vorbilder aus der Natur zu nutzen, um Technologien zu entwickeln. Und ja, vielleicht noch als besonderes Institut zu nennen, ist das CEF, das Zentrum für Entwicklungsforschung, wo also auch interdisziplinär gearbeitet wird, Forschende aus den Sozialwissenschaften, aus den Naturwissenschaften und Ökonomen, die sich vor allem mit Problemen der weltweiten Armut befassen und mit der nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungsländern. Und ja, vielleicht noch ganz zum Ende zum Thema Forschung, was auch ganz wichtig ist, denke ich, ist die Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung. Die ist 2017 gegründet worden und da geht es eben darum, diese ganze Expertise zusammenzubringen und gemeinsam die Herausforderungen anzunehmen. Und da ist ja zum Beispiel auch die United Nations University Partner in dieser Allianz. Was nehmen denn die Studierenden oder auch die Beschäftigten an der Universität Bonn für eine Rolle ein, wenn es um die Umsetzung solcher Maßnahmen für die Nachhaltigkeit geht? Also was ist da unsere Rolle? Was können wir da tun? Also die Einrichtung dieser Governance-Strukturen, über die ich eben gesprochen habe, die hilft natürlich, die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Aber sie lebt eigentlich erst durch das Engagement der ganzen Beteiligten, der Studierenden und der Beschäftigten. Und entsprechend haben wir auch in unserem Leitbild ganz explizit Handlungsfelder definiert. Das ist Partizipation, Transparenz und auch studentisches Engagement. Und wir haben schon ganz, ganz viele AGs, Nachhaltigkeits-AGs, die hier an der Universität gegründet wurden, in ganz unterschiedlichen Bereichen von den Beschäftigten, ganz individuell. Und auch Studierendengruppen, die sehr aktiv sind, also beispielsweise das Öko-Referat oder die Studierendengruppe Fair Trade University. Und dieses Engagement zu unterstützen und auch diese ganzen Initiativen zu bündeln, das ist die Aufgabe des neuen Green Office. Das Green Office wird von Studierenden geleitet und ist ja auch durch das ASTA angeregt gegründet worden. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir wirklich alle mitnehmen können. Denn das ist uns ganz wichtig. Wir möchten also wirklich gemeinsam hier an der Universität eine Kultur der Nachhaltigkeit etablieren. Und da spielt eben Partizipation zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Rolle und dass möglichst viele sich daran beteiligen. Alles klar. Vielen Dank, Professor Dr. Chersoy. Und auch natürlich vielen Dank an Gerd Friedsam und Professor Dr. Chen für diese wirklich spannenden Einblicke. Dankeschön.